Mein erster Tag als Paketzusteller. Das war im Spätsommer vergangenen Jahres. Mehrere Wochen habe ich undercover bei einer Firma gearbeitet, die im Auftrag der Post Pakete zustellt. Ich wollte wissen, ob die Arbeitsbedingungen wirklich so skandalös sind, wie mir zuvor viele Fahrer erzählt hatten. Jede Woche bis zu 70 Stunden, eine 6-Tage-Woche. Und das alles für einen Hungerlohn und in der schicken Uniform in den Farben des größten Logistikkonzerns der Welt. Über 200 Pakete. Die Tagesration ist kaum zu schaffen. Der Druck enorm hoch. Ja, ich bin total genervt. Völlig genervt. Direkt nach Veröffentlichung meiner Recherchen hat die Post Verbesserungen versprochen. Beim Subunternehmer soll in Zukunft sichergestellt werden, dass die Regeln des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden, hieß es. Und Überstunden sollten bezahlt werden. Die Vergütung von Arbeitszeit und Mehrleistung werde kurzfristig verbessert, so das Versprechen aus der Konzernzentrale der Post. Das war vor 2 Monaten. (6:30 Uhr). Es ist unglaublich kalt. Minus 15 Grad. Nach der Ausstrahlung unseres Films verteilt Verdi immer wieder Flugblätter, lädt zu Infoveranstaltungen ein. Den Fahrern, die bei dem gleichen Subunternehmer der Post angestellt sind, wie ich es war, soll jetzt geholfen werden. Mein damaliger Chef hat mehrere Firmen. Die eine heißt TEW, die andere HFL. Nicht zu verwechseln mit DHL, der Paketmarke der Deutschen Post. Moin, halt. DHL oder HFL? DHL. Was? DHL. DHL. Von DHL. Von Deutscher Post. Ja, schön. Es ist immer ein Wirrwarr. Ja. Die Jacken sehen gleich aus, der Inhalt ist anders. Zumindest was die Bezahlung angeht. Die einen arbeiten direkt bei der Post, die anderen schuften beim Subunternehmer. Beide machen die gleiche Arbeit. Doch die beim Subunternehmer malochen das Doppelte an Zeit für deutlich weniger Geld. Wir wollen heute die Beschäftigten darüber informieren, dass das, was die Post zugesagt hat, nämlich dass ab dem 9. Dezember alles gerecht zugeht, dass das bisher von HFL hintertrieben wird, offenkundig auch von der Post mit hintertrieben wird. Und insofern wollen wir den Beschäftigten sagen, dass sie verarscht werden. Es hat sich, so unsere Recherchen, wenig geändert. Vieles ist wie damals an meinem ersten Tag als Paketzusteller. Die versteckten Kameras laufen, als ich die Halle betrete. Meine Kollegen habe ich unkenntlich gemacht. In der Halle frage ich mich zum Schichtleiter durch. Er ruft einen Fahrer herbei, dem er kurz mitteilt, dass er mich anlernen solle. Der nimmt mich mit zu seiner Laderampe. Es ist ganz schön kalt und laut in der Halle. Alle tragen die gelbrote DHL-Kleidung wie ich und bringen Pakete in die Lieferwagen, die an den Toren parken. Du bist also jetzt mein Ausbilder. So beginnt mein erstes Gespräch mit dem Fahrer. Ja, sieht so aus, sagt er. Und stehst du jeden Morgen an derselben Rampe, frage ich ihn. Ja, das ist meine Rampe, meine Rutsche, mein Auto, sagt er. Hier hat keiner was zu suchen. Wie du siehst, beschreibe ich manche Pakete, nicht alle. Jeder macht das anders, ich mache das so. Siehst du, das ist hier beispielsweise nicht mein Paket. Die Adresse haben wir gar nicht. Also muss ich den Scanner nehmen und das eintragen. Das ist fehlgeleitet. In welchem Bezirk fährst du? In Barmbek, Bezirk 1316. Hamburg, Barmbek, die fahren alle Barmbek hier. Mir fallen die vielen Pakete von Zalando und Amazon ins Auge. Ganz schön viel Online-Bestellung, sage ich. Ja, das stimmt, sagt er. Das wird immer mehr. Während wir reden und er mir immer wieder Details auf den Paketetiketten erklärt, belädt er konzentriert sein Auto. Um 8.30 Uhr ist es dann soweit. Die Rutsche ist leer, der Wagen voll. Zum ersten Mal gehe ich mit meinem Ausbilder auf Tour. Diesen Arbeitstag werde ich so schnell nicht vergessen. Hamburg, der erste Arbeitstag ist geschafft. Also ich muss sagen, ich bin
deutlich überrascht von der Härte des Jobs. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Es ist jetzt kurz vor 19 Uhr. Ich bin heute Morgen um 6.15 Uhr aufgebrochen. Also Hut ab vor den Leuten, die das täglich machen. Jedes Paket wird am Tag mindestens dreimal angefasst. Beim Laden, beim Sortieren, beim Zustellen. Und manche sind so richtig schwer. Insgesamt bewegt ein Paketzusteller 3 bis 5 Tonnen täglich. Ich habe einen tollen erfahrenen Fahrer, der mir zeigt, wie das funktioniert. Der wirklich sehr freundlich und nachsichtig ist, sage ich mal, mit einem Neuling. Wir haben uns gut verstanden. Immer wieder habe ich mir während meiner Recherchen Sorgen gemacht und mich gefragt, was wird, wenn meine Aufnahmen veröffentlicht werden. Bekommen die Fahrer Ärger? Verlieren sie am Ende sogar ihren Job? 4 Monate sind seither vergangen. Ich habe meinen damaligen Ausbilder angerufen, ihm alles erklärt. Er ist bereit, mich zu treffen. Ganz geradeaus nach vorne, bitte. Trinkst du einen Kaffee vielleicht? Ja. Christoph hat über 4 Jahre Pakete im Namen der Post geschleppt. Alles vorbereitet. Wie habt ihr den Film aufgenommen, als ihr ihn gesehen habt? Du und die Kollegen vor allen Dingen. Also vor allem, ich habe erst von Kollegen erfahren, dass es überhaupt den Film gibt. Und die Aufregung hoch 3 natürlich. Ich war ein Star. Auf einmal habe ich das genossen. Mein Stolz. Heute wie damals während meiner Ausbildung bei ihm frage ich mich, warum ein so gebildeter und freundlicher Herr jahrelang diesen Sklavenjob auf sich nimmt. Auf jeden Fall, hier im Sommer kann man ganz schön genießen. Ich habe mein Haus gekauft, wo wir gerade sind. Und 2 Jahre später habe ich meinen Job verloren. Was soll ich machen? Ich nehme alles. Oder fast alles. Ich bin nicht der Jüngste. Ja? Ich war froh schon, dass die Firma mich übernommen hat. Mhm. Dass ich in meinem Alter einen Arbeitgeber gefunden habe, der mich überhaupt will. Christoph hat mittlerweile gekündigt. 4 Jahre lang hat er abends Bewerbungen geschrieben, wollte dringend aussteigen. Jetzt endlich hat er etwas Besseres gefunden. Doch damals war er genau wie die meisten Kollegen dringend auf den Job angewiesen. Und der Arbeitgeber nutzt diese Notlage offenbar aus und geht, das habe ich selbst erlebt, mit den Arbeitsanforderungen und der miserablen Bezahlung bis an die Schmerzgrenze. Immer mehr Pakete pro Fahrer, die Arbeitsbelastung schier unmenschlich. Die Kunden wissen von alledem nichts. Nur ein Beispiel. Nach bis zu 12 Stunden Arbeitszeit ist Schichtende. Überstunden werden nicht vergütet. Nach Ausstrahlung des Films hatte die Post versprochen, bei ihrem Subunternehmer auf Verbesserung zu drängen. Was sich getan hat, nachdem ich die Firma verlassen habe, ob der Arbeitgeber tatsächlich reagiert hat, will ich versuchen herauszufinden. Und wie ist es mit den Arbeitszeiten? Hat sich da irgendetwas verändert? Also wenn es direkt um die Arbeit geht, hat sich nichts geändert. Wir haben so wie früher bis zum Abend praktisch gearbeitet. Einzige, was sich geändert hat, war, dass wir keine Arbeitszeiten abends eintragen sollten. Also Ankunft und Ende. Ja. Das ist sozusagen ausgefallen. Das brauchten wir nicht mehr. Im Tagesbericht? Ja, im Tagesbericht. Du hattest mir, als du mich angelernt hast, immer noch gezeigt, morgens die Abfahrt reinzuschreiben, genau. Und abends die Rückkehr, ja. Oder Feierabend. Feierabend reinzuschreiben, genau. Und das habt ihr dann nicht mehr gemacht? Nein. Mit welcher Begründung? Die Firma macht das. Also Begründung praktisch gab es nicht. Bis zur Veröffentlichung der Undercover-Recherchen notierten die Fahrer auf diesem Tagesbericht die Abfahrt aus dem Depot und das Ende der Schicht. Was schon damals wegfiel, waren die Beladezeiten des Fahrzeugs bis zu 1,5 Stunden.
Jetzt, so unsere Gespräche mit mehreren Fahrern, sollen sie sämtliche Zeiten gar nicht mehr aufschreiben. Die Felder wurden nach unseren Informationen einfach gelöscht. Das Formular soll jetzt so aussehen. Nach meinem Undercover-Job hat die Gewerkschaft Verdi mit vielen Fahrern gesprochen. Die Ergebnisse decken sich mit unseren. Bei HFL ist nicht nur nichts verbessert worden, sondern sogar verschlechtert worden, weil die Arbeitszeit, die bis zum Zeitpunkt der Fernsehberichterstattung erfasst worden ist, nicht mehr erfasst werden soll aufgrund einer mündlichen Anweisung. Und das macht man offenkundig mit dem Ziel, den Menschen das Einfordern ihrer Rechte, ihrer geleisteten Überstunden unmöglich zu machen. Und das ist im Prinzip mit Verlaub gesagt eine Sauerei. Ich habe es damals gesehen. Die Fahrer, die direkt bei der Post angestellt sind, haben eine Stechuhr. Sie arbeiten am anderen Ende der Halle. Vom Betreten des Geländes bis zum Feierabend wird bei ihnen jede Minute erfasst und bezahlt. Und ich weiß, aufgrund des Tariflohns kommen sie nicht nur auf ein höheres Bruttogehalt, sie arbeiten auch noch ziemlich genau die Hälfte von der Zeit, die ich und meine Kollegen beim Subunternehmer abreißen. Das ist der Tag, an dem ich damals zum ersten Mal nach einem unbezahlten Praktikum alleine Pakete zustelle. Es ist schwierig mit Parken. Ich glaube, ich muss hier hin. Ja. So. Gucken wir mal. Ja, jetzt stehe ich hier mit meinen Paketen. Das wird ein ganz schönes Chaos werden. Pfeifersweg, Barmweg, Nord. Süßweg 2, 8, 13, 6. Das ist die 2. Oh, manche sind echt so schwer. Das ist auch 4, 4, 4. Das ist gut. 2 im selben Haus. Harzensweg 8. Ganz viel Amazon. Also das ist natürlich hier die Geschichte. Die meisten Pakete sind von Internetversandhäusern. Daher kommt auch der Boom. Jahr für Jahr wachsen die Mengen. Über 10 Millionen Pakete werden jeden Tag in Deutschland verteilt. Viele Shops und Warenhäuser locken die Kunden mittlerweile mit Gratisversand und kostenloser Rücknahme. Von meinen Recherchen weiß ich, dass viele Paketzusteller, die bei Subunternehmen arbeiten, kaum mehr als 5 Euro die Stunde verdienen. Mitunter sogar weniger. Für mich heißt das jetzt suchen. Erst die Adresse, dann den Namen auf dem Klingelbrett. Die Post. Noch all die falsche Haus, steht die falsche Hausnummer drauf. Mhm. Und das ist auch für Sie. 7C ist in diese Richtung. 7C. Da lang. Und dann muss ich das Paket loswerden. Mein Auftrag lautet, auf jeden Fall auch bei den Nachbarn klingeln. Hier. Ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl ist natürlich leichter. Aber selten. Sie haben 2. So, ich muss alles scannen. Kleinen Moment. Würden Sie die anderen auch annehmen für die Frauen? Glück gehabt. Alle Pakete weg. Wer nicht da ist, bekommt einen Zettel. Dann weiß er, wer das Paket angenommen hat. Am nächsten Morgen frage ich den Schichtleiter als erstes nach meinem Arbeitsvertrag. Für mich natürlich ein wichtiges Dokument, denn ich bin gespannt, wie Arbeitszeit und Gehalt geregelt sind. Er legt mir den Vertrag in doppelter Ausfertigung auf den Tresen, zeigt, wo ich unterschreiben soll. Doch ich sage, dass ich mir den erstmal durchlesen wolle und frage, ob ich ihn mit nach Hause nehmen kann. Ich würde ihn morgen unterschrieben wieder mitbringen. Ich höre ein deutliches Nein. Trotzdem versuche ich, den Vertrag durchzulesen. Allein es fehlt mir die Ruhe. Ich denke an die Kollegen. Wer händeringend einen Job sucht, fragt nicht lange und unterschreibt. Auch ich unterschreibe. Ich will ja als Paketzusteller arbeiten, undercover.
Ein Kollege, der vor ein paar Monaten noch neben mir seine Pakete geladen hat, Thorsten Mack. Bei Verdi will er sich nach Feierabend über seine Rechte informieren. Doch als er in der Firma sagt, dass er zu der Gewerkschaftsveranstaltung geht, bekommt er plötzlich Druck. Mehr noch, der Chef setzt kurzfristig parallel zur Verdi-Veranstaltung eine Weihnachtsfeier an. Alle sollen kommen. Thorsten Mack kündigt an, das nicht zu tun. Ich will zu dieser Veranstaltung hier von der Verdi und da wurde ich gefragt, wie sie das den Chef erklären soll. Und ich sage, ja, das ist mir eigentlich egal. Ich bin hier freier Mensch und ich kann hier hingehen, wo ich will. Was ist danach passiert? Danach ist passiert, dass ich auf der Tour angerufen worden bin nach ein paar Stunden. So, und von meinem Chef. Und der war sehr aggressiv, sag ich mal, und hat gesagt, das ist zum Kotzen, dass ich da hingehe zur Verdi-Veranstaltung. Und ich, wenn ich da hingehe, habe ich keinen Arbeitsplatz mehr. Und ich habe den Hörer noch ein bisschen weit und ich habe gedacht, der wird sich schon wieder beruhigen. Ne? Und er hat aber auch noch gesagt, ich brauche morgen nicht zur Arbeit erscheinen, morgens um 7, sondern ich soll denn um 11 bei ihm sein und dann wird da noch mal drüber gesprochen. Thorsten geht trotzdem früh ins Depot, will arbeiten. Doch er wird weggeschickt. Kurz darauf hat er seinen Termin beim Chef, Georg Weinhuber. Am Schluss der ganzen Unterhaltung mit Herrn Weingruber ging es dann ganz schnell. Dann zog er aus meiner Akte da, oder meine Personalakte, nehme ich mal an, war das meine Kündigung raus und sagte, wir kommen wohl auf keinen Nenner und gab sie mir. Von jetzt auf gleich wird Thorsten freigestellt. Die Kündigung wird zum 29.02. wirksam. Begründen muss der Chef das nicht. Das befristete Arbeitsverhältnis ist kurzfristig kündbar. Doch jedem ist klar, warum Thorsten seinen Job verliert. Da steckt eine Sichtweise hinter, dass das da im Prinzip in Anführungsstrichen Sklaven des Arbeitgebers sind. Und die kann er so behandeln, wie er möchte. Das ist ja die Sichtweise mental und moralisch, die dahinter steckt. Und dieser Sichtweise muss man entgegentreten. Und das versuchen wir zu tun. Der Job des Paketzustellers ist extrem anstrengend. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Treppen hoch, Treppen runter, Pakete stemmen und schleppen ist dabei nur das eine. Neben der körperlichen Anstrengung ist es vor allem der ständige Druck, der mir zu schaffen macht. Ich muss die Pakete loswerden und immer rennt mir die Zeit davon. Viele, die im Internet bestellt haben, sind einfach nicht zu Hause. Jedes Klingeln und Warten kostet Sekunden, Minuten. So, jetzt versuche ich beim Nachbarn zu klingeln. Die Dame war gestern schon nicht da. Jetzt bekommt der Lebenspartner ja auch noch ein Paket. Jetzt habe ich schon zwei an der Adresse. Tja, muss ich noch mal wiederkommen. Wo sind die alle? Wo sind die alle? Oh Mann, ist das ein schlechter Tag. Das war wieder nichts. Also heute ist echt eine Katastrophe. Ja, und dann macht es halt überhaupt gar keinen Spaß. Nervt. Nervt, nervt, nervt. Schlägt auch der zweite Zustellversuch fehl, hinterlasse ich dem Empfänger eine Nachricht und gebe das Paket bei der Postfiliale ab. Ich erinnere mich an eine Aussage des Chefs aus dem Vorstellungsgespräch. Für diese Pakete bekomme er dann kein Geld. Und er hat von Strafgeldern gesprochen, die er zahlen müsse. Immer wieder höre ich von dieser Quote, die erfüllt werden muss. Mehr als 5% dürfen wir nicht zur Postfiliale bringen. Frank Appel ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post DHL, des größten Logistikkonzerns der Welt. In Deutschland stellen allein die Kollegen in den gelb-roten Uniformen pro Jahr 1,7 Milliarden Sendungen zu. Im Moment wird kräftig in die Logistik investiert. Pakete sollen noch schneller beim Empfänger sein. Ja, wir haben ja heute schon in der Größenordnung um die 90% Zustellung am nächsten Tag. Das wollen wir weiter steigern. Wir sind beim Brief deutlich oberhalb der 90%. Und wir wollen auch das bei den Paketen erreichen, weil das die Kundenanforderung ist. Ob die Kunden wissen, was das bedeutet? Etwa 25 Kollegen, die ebenfalls für meinen Chef fahren, laden neben mir ihre Fahrzeuge. Weiter hinten in der Halle arbeiten die echten Postler.
Sie sind direkt bei der Deutschen Post DHL angestellt. Sie machen genau die gleiche Arbeit wie wir, aber ich weiß, dass sie deutlich besser bezahlt und behandelt werden. Ja, und heute Morgen gab es ja die Gardinenpredigt. Der Schichtleiter hat alle zusammengerufen. Ich wusste erst gar nicht, worum es geht. Und dann zieht er da vom Leder. Anscheinend ist er gestern vom Geschäftsführer, vom Oberboss, selbst zusammengefaltet worden, weil der wiederum von der Post Ärger bekommen hat. So hat er das erzählt. Die Quoten seien so schlecht. Wir würden so viele Pakete zurückbringen. Wir würden die Pakete zu lange haben. Also am nächsten Tag nochmal mit dem versuchen zuzustellen. Also alle Quoten, die die Post da vorgibt, seien in dieser Gruppe draußen im Depot bei uns im Zustellbezirk 13 sei das eine Katastrophe. Und er hat die Leute heute Morgen ermahnt. Er schaut sich das nicht länger an, das sei die letzte Warnung. Wer jetzt nicht im Sinne der Vorgaben arbeitet, fliegt raus. Ich glaube, das haben die schon oft gehört. Und zu verlieren haben sie ja nichts. Ich denke, sie sind relativ cool. Der eine oder andere wird sogar froh sein, wenn er die Kündigung bekommt. Und dann ist ihm die Entscheidung abgenommen worden. Nach einer 6-Tage-Woche mit vielen Überstunden bleibt nur der Sonntag für die Wäsche. So, das ist das. Zack. Jetzt habe ich auch mal etwas Zeit, mir den Arbeitsvertrag in Ruhe durchzulesen. Der Arbeitnehmer erklärt, für vertragliche Tätigkeit uneingeschränkt arbeitsfähig zu sein. Befristet 15.09. bis 29.02. Probezeit. Vergütung, § 3. Der Arbeitnehmer wird sein monatliches Bruttoentgelt von 1.200 Euro eingestellt. 1.200 Euro brutto? Dabei hatte der Chef doch im Vorstellungsgespräch gesagt, 1.400 netto seien drin. Arbeitszeit mindestens 40 Stunden. Mindestens ist gut. Ich und meine Kollegen knüppeln 55 Stunden und mehr. So meine Protokolle. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur Leistung von Mehrarbeit, vor allem an Samstagen. Überstunden werden nicht vergütet. Ja. Das heißt, ich und meine Kollegen kommen auf einen miserablen Stundenlohn von um die 5 Euro brutto. Damit kann niemand eine Familie ernähren. Wochen später lege ich meinen Arbeitsvertrag vom Subunternehmer der Deutschen Post DHL einer Fachanwältin für Arbeitsrecht vor. Hier in Hamburg. Nach eingehender Analyse kommt sie zu einem eindeutigen Urteil. Der Arbeitgeber ist hier schlecht arbeitsrechtlich beraten. Er hat hier Arbeitsverträge verwendet Arbeitsverträge, die einer rechtlichen Prüfung nicht standhalten. Ein Arbeitsvertrag muss konkret sein. Also ein Arbeitnehmer muss aufgrund der arbeitsvertraglichen Regelung genau wissen, welche Arbeit und in welchem Umfang muss ich leisten und was bekomme ich als Gegenleistung für diese Tätigkeit. Für 1.200 Euro brutto soll der Zusteller laut Vertrag mindestens 40 Stunden arbeiten. Das Wort mindestens stört die Anwältin. Da hier mindestens nicht konkret genug ist, kann der Arbeitgeber nicht mehr verlangen. Also dieses mindestens können wir auch als gestrichen ansehen, weil es nicht konkret genug ist. Es gilt also eine 40-Stunden-Woche. Und die Anwältin findet weitere dubiose Formulierungen im Vertrag. Beispielsweise der Satz, Überstunden werden nicht vergütet. Eine solche Regelung ist ebenfalls unwirksam.
sodass wir dazu kommen, dass dann die gesetzliche Regelung gilt. Das heißt, ein Arbeitnehmer bekommt jede einzelne Stunde, die über die geschuldete Stunde an Arbeitsleistung erbracht wird, vergütet. Das heißt also, dass die Kollegen die Überstunden einfordern könnten? Richtig. Die Fahrer erzählen, sie kommen auf 55 bis 60 Stunden in der Woche regelmäßig, Wochenarbeitszeit. Ja. Hier kommt den Arbeitnehmern das Arbeitszeitgesetz zugute. Und hiergegen verstößt der Arbeitgeber schon, wenn er die Arbeitnehmer in diesem Umfang beschäftigt. Vor allem hinsichtlich dieser Verstöße und der vermutlich sittenwidrig niedrigen Bezahlung kommt die Anwältin zu einem eindeutigen Gesamtfazit. Das ist eine Vorgehensweise, die mit unserer Rechtsordnung in keiner Weise in Einklang steht und eklatant gegen Arbeitnehmerschutzrechte verstößt und nicht zu tolerieren ist. Kennen Sie die Arbeitsbedingungen, zu denen die Paketzusteller bei den Subunternehmern arbeiten? Also wir beschäftigen uns natürlich als Unternehmen permanent damit, wie auch diese Subunternehmer agieren. Und das wird natürlich kontrolliert. Und sicherlich gibt es da auch, sicherlich wie es überall, wenn man so viele Mitarbeiter beschäftigt, kann es da auch mal Fälle geben, die nicht den Regeln entsprechen. Und denen gehen wir natürlich nah und ermahnen natürlich dann auch Subunternehmer dazu, sich an die Regeln, die vertraglich vereinbart worden sind, zu halten. Im aktuellen Fall scheint dieses System zu versagen. Der Druck auf die Fahrer erhöht sich sogar. Gabi Gülzau ist Betriebsratsvorsitzende der Deutschen Post in Hamburg und für 4000 Mitarbeiter zuständig. Sie findet es nicht hinnehmbar, wenn sie Geschichten wie die von Thorsten Mack hört. Da sind wir auch massiv unter Druck gesetzt worden. Und das hat sich heute Morgen, also mit meiner Kündigung, dann fortgesetzt sozusagen. Mich ärgert das sehr. Unsere Firma brüstet sich damit, dass sie ein Top-Arbeitgeber sein will in ihrem Programm. Wir wollen weltweit Arbeitgeber Nummer 1 sein. Und dann im eigenen Haus die Arbeitsbedingungen ganz gut in Ordnung zu halten, aber gleichzeitig solche Systeme zu befördern und zu stützen, das ist eine Sauerei. Wir können nicht akzeptieren, dass Menschen bei einem Weltkonzern in deren Auftrag zu skandalösen Arbeitsbedingungen beschäftigt werden. Die Post tut nach außen so, als wenn sie der sozialste Arbeitgeber Europas oder zumindest Deutschlands ist. Und immer dann, wenn es konkret wird, ist das Gegenteil der Fall. Eine Informationsveranstaltung von Verdi. Nach Veröffentlichung der NDR-Recherchen suchen die Fahrer hier Rat. Also einmal geht es um die Arbeitszeiten, euch da zu helfen, damit der Arbeitszeitbeschiss beendet wird bei HFL. Und der zweite Punkt ist, dass wir euch helfen wollen, dass es auch bei HFL in Hamburg möglichst Tarifverträge gibt, in denen festgeschrieben ist, wie der Stundenlohn ist, wie die Wochenarbeitszeit ist und wie andere Fragen geregelt sind. Mit Flugblättern stand Verdi an den Werkstoren. Dass die Fahrer von ihren Vorgesetzten die mündliche Anweisung erhielten, die Arbeitszeiten gar nicht mehr zu protokollieren, empört die Gewerkschaft. Deshalb sind auf der Rückseite des Flugblatts Spalten zur Arbeitszeiterfassung. Nur wer präzise protokolliert, kann später seinen Lohn für die Überstunden einfordern. Das Gute. Ja, das habe ich leider zu spät angefangen. Ich habe mir das immer schon gedacht, so über die Jahre oder über das Jahr, über Mensch, du musst ja eigentlich das mal kopieren und du musst das eigentlich machen öfters und so, ne? Aber irgendwie. Wir werden jetzt bei der Post den Versuch machen, über die Öffentlichkeit den Druck zu erhöhen. Unser Motto könnte beispielsweise heißen, wo Post draufsteht, darf kein Lohndumping drin sein. Das Gegenteil ist damals und heute offenbar der Fall. Rückblende. Ich muss einem Kollegen helfen, der trotz Krankheit zur Arbeit gerufen wurde. Ich bin da, ne? Okay, bis gleich. Jo. Ich bin mit meiner Tour eigentlich durch, habe nur noch Pakete für die zweite Zustellung am nächsten Tag. Ich hätte genau jetzt auf dem Weg ins Depot sein können. Mittlerweile läuft die 9. Stunde meines Arbeitstages. Endlich kommt der Kollege. Ich hatte ihn morgens im Depot gesehen, schon da sah er blass aus. Ich frage ihn, wie es ihm geht und ob er sich wieder übergeben hätte. Er ist richtig grün im Gesicht. Ja, habe ich, sagt er. Wie machst du das, frage ich. Naja, wenn ich irgendwo aussteige, finde ich schon eine Toilette. Zeig mal, wie viele Pakete du noch hast, sage ich. Er gibt mir Pakete für eine seiner Straßen hier um die Ecke. Ich frage ihn, ob die Straße gut oder schlecht sei. Er sagt, geht so. Und weiter?
Es gibt einfach Häuser, da ist keiner zu Hause. Und wenn du klingelst, wirst du angepöbelt. Ist mir heute wieder passiert, sagt er. Er bedankt sich. Ich wünsche ihm gute Besserung. Über unsere Arbeitsbedingungen, die vielen Überstunden, die immer nervige Parkplatzsuche, machen sich viele Kunden keine Gedanken. Oh Mann, ey. Weg 3 und Stieg. Scheiße. Keine Nummer. Keine Chance. Keine Nummer, keine Chance. Q15. Es ist Samstag. Die meisten Angestellten haben Wochenende. Für mich wird dies einer der längsten Arbeitstage. Ich merke langsam, mein Leben besteht nur noch aus Paketen. Und das für 5 Euro die Stunde. Das letzte Paket für heute. Oh, das letzte. Die 11. Stunde meines Arbeitstages bricht gleich an. Es ist weg, geschafft. Ja, noch kein Feierabend, jetzt geht's ins Depot. Von wegen. Ja, die Fahrer haben die Schnauze gestrichen voll. Verstehe ich total. Ich bin jeden Abend so durch. Als ich das Depot erreiche, fährt der kranke Kollege hinter mir. Wir gehören zu den Letzten. Die Fahrer, die direkt bei der Post angestellt sind, haben längst Feierabend. Doch hier ist für mich noch lange nicht Schluss. Ich muss den Wagen leeren, die Pakete für morgen bereitlegen. Und dann folgt die Abrechnung der Nachnahmekasse. Von 300 bis 1000 Euro habe ich alles erlebt. Die Kasse muss abends natürlich stimmen. Dann noch den Tagesbericht ausfüllen. Heute werde ich das Depot genau 12 Stunden nach meinem Arbeitsbeginn verlassen. Wie gesagt, Überstunden werden nicht bezahlt. Ja, jetzt kommt die Überraschung. Heute ist was Besonderes passiert. Ich habe zum ersten Mal einen ganz vollen Wagen. Ich bin jetzt schon schweißnass. Ich habe von 7:30 bis 8:30 geladen. Über 200 Pakete. Und das sieht jetzt so aus. Also jede kleinste Lücke im Wagen ist bepackt. Das sieht an bei allen Türen gleich aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die aufbekomme. Das sieht so aus. Die geht gar nicht mehr auf. Und auch hier auf dem Beifahrersitz. Über 200 Pakete, ich glaube 210. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich war gestern schon mit der Hälfte gut bedient. Also das wird extrem heute. Ich muss Gas geben. Für meine Kollegen mit einem festen Bezirk, also die Stammzusteller, ist so ein voller Wagen Alltag. Mehrfach in der Woche haben sie über 200 Pakete. Das kann man nur schaffen, wenn Gewerbekunden dabei sind. Hier ist erstens immer jemand da und zweitens werde ich mehrere Pakete auf einmal los. Bislang läuft es super. Doch auf dem Weg zu den Privatkunden gibt es einen Wetterumschwung.
Ein heftiger Regenschauer gefährdet meine Zustellquote. Denn Pakete und Scanner sollen nicht nass werden. Ich weiß gar nicht, wie die Kollegen das im Winter machen. Als es nicht aufhört, gehe ich trotzdem los. Die Uhr tickt. Und zu allem Überdruss fällt mir noch die versteckte Kamera aufs Pflaster. Oh, Schädler. Ja, ich bin total genervt. Völlig genervt. Irgendwann beim Laden in dieser Einkaufsstraße fallen mir plötzlich die anderen auf. Im Minutentakt halten sie hier mit ihren Kleintransportern. Sie haben schicke Uniformen und alle schleppen Pakete. Und ab dem Zeitpunkt sehe ich sie plötzlich in der ganzen Stadt. Alle brauchen Pakete, alle brauchen diese Waren, diese Dinge, die in den Paketen drinstecken. Sei es jetzt privat okay, das ist vielleicht Luxus und Konsum. Aber im Geschäftsleben sind diese Sachen ja essentiell, um selbst wieder Waren herstellen zu können, Dienste abschließen zu können. Und das wird mit Paketzustellern geleistet, die dafür nicht ordentlich entlohnt werden. Die wirklich den ganzen Tag laufen, organisieren, pünktlich sind und sie selbst haben keine Freizeit und das Geld reicht gerade mal so zum Überleben. Das ist definitiv ungerecht. Über 200 Pakete. Schon damals, unmittelbar nach Ende meiner Undercover-Recherchen, zeigte ich Wolfgang Abel von Verdi, was ich erlebt hatte. Er ist für die Postdienste zuständig. Es gibt mindestens 50.000 Paketzusteller bundesweit, bei den 5 großen Playern. Von denen sind mindestens 35.000 nach diesen Bedingungen beschäftigt. Das heißt, die müssen knüppeln bis zum geht nicht mehr und kriegen Hungerlohn bezahlt. Hermes, DPD und GS sind in der Paketzustellung zu 100% auf Subunternehmer ausgerichtet. Und die bezahlen auch überwiegend zu den Bedingungen, die Sie eben beschrieben haben. UPS hat ungefähr 30% an Subunternehmer vergeben. Den Rest machen sie mit eigenen Leuten zu tariflichen Arbeitsbedingungen. Und die Deutsche Post DHL hat 10% der Zustellbezirke an Subunternehmer vergeben. Die Postbeschäftigten sind durch einen Tarifvertrag geschützt und arbeiten zu deutlich besseren Bedingungen als ich und meine Kollegen beim Subunternehmer. Also wenn Sie sich angucken, Postbeschäftigter hat einen Stundenlohn von 11,13 Euro, wenn er neu anfängt, wenn er älter dabei ist oder länger dabei ist, dementsprechend höher pro Stunde und hat eine 38,5-Stunden-Woche, kriegt jede Überstunde bezahlt. Derjenige, der bei einem Subunternehmer arbeitet, hat in der Regel einen Pauschallohn. Der liegt so zwischen 1.000 und 1.200 Euro. Die Arbeitszeit wird im Prinzip nicht festgehalten, sondern der hat einen Produktlohn. Der muss die Woche über zustellen, die Pakete, die er hat. Und wenn er fertig ist, kriegt er dann dafür im Prinzip die Entlohnung. Wie sind die Erfahrungen mit der Leistung der Unternehmen, die für Sie im Namen von der Post DHL fahren? Also insgesamt sind wir sehr erfreut über die Entwicklung unserer Qualität. Das ist auch gerade wieder sehr zeitnah getestet worden, wo wir wieder rauskommen als der Beste, qualitativ Beste. Und diese Leistung wird sowohl von den eigenen wie auch von fremdvergebenen Bezirken erbracht. Wir sehen da keinen qualitativen Unterschied. Das B-Wort heißt Betriebsrat. Den gibt es nur am anderen Ende der Halle, bei den echten Postlern. Meine Kollegen warnen mich, sprich das bei uns bloß nicht an. Sie haben Angst, sind ausgelaugt und die meisten sind auf das kleine Gehalt extrem angewiesen. Doch ich habe nichts zu verlieren. Mal sehen, wie der Chef reagiert, wenn ich das böse B-Wort in den Mund nehme. Heute Morgen zu Schichtbeginn habe ich den Schichtleiter gefragt, wie er das denn sieht mit der
langen Arbeitszeit. Ob es nicht einen Betriebsrat gäbe, an den ich mich wenden könne. Dann hat er mir tief in die Augen geschaut, leicht gelächelt und gesagt, ich bin dein Betriebsrat. Drei Tage später, noch ein Versuch. Mittlerweile bin ich 3 Wochen bei der Firma. Ich spreche die Bereichsleiterin des Betriebs an, verweise auf den miserablen Stundenlohn von 5 Euro brutto und frage wieder nach dem Betriebsrat. Ja, sie war sehr freundlich, aber bestimmt. Sie hat das Gespräch dann sehr schnell abgeschlossen und hat gesagt, das können wir nicht hier besprechen. Wir haben jetzt die Autos zu beladen, die Pakete warten. Außerdem sei es ungünstig, wenn andere Kollegen zuhören. Und jetzt habe ich um 18 Uhr heute Abend einen Termin. Ab jetzt bin ich ein Fahrer, der anfängt zu nerven. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Gleich zu Beginn will mir der Chef den Wind aus den Segeln nehmen. Ich erinnere mich an seine Aussage. Eine Stammtour solle mein Ziel sein. Dann werde alles besser, ich würde immer schneller und könne früher Feierabend machen. Durch meine Recherchen weiß ich, dass das nicht stimmt. Den nun folgenden Dialog werde ich nie vergessen. Ich spreche die vielen Überstunden und eine Wochenarbeitszeit von über 55 Stunden an. Seine Antwort, wir rechnen nicht nach Stunden. Ich sage, aber ich rechne nach Stunden. Seine Antwort, den Fehler sollte man nicht machen. Ich verweise auf einen Stundenlohn von um die 5 Euro brutto, das sei unzumutbar. Seine Antwort, die Bedingungen diktiert die Deutsche Post, das ist ein knallhartes Geschäft. Dann erzähle ich von meinem Treffen mit einem Verdi-Kollegen. Der rate uns dringend, einen Betriebsrat zu gründen. Da war es wieder, das böse B-Wort. Jetzt kippt die Stimmung. Mir wird sofort klar, hier wird es mit diesem Chef niemals einen Betriebsrat geben. Der würde wohl eher seine Firma auflösen. Wenig später verlässt er mit meiner Personalakte das Zimmer und kommt kurz darauf ohne wieder zurück. Danach folgt, so erinnere ich mich, eine Plauderei über mein Wunschgehalt. Ein paar Minuten später betritt eine Frau den Raum und gibt ihm ein Papier. Der Chef legt es mir hin und spricht Klartext. Herr Schädler, wir kommen doch auf keinen Nenner, sagt er. Wir lösen das Arbeitsverhältnis auf. Ich könnte mir was Neues suchen. Das sei meine Kündigung. Ich würde ab sofort freigestellt. Ich solle nur unterschreiben und später die Klamotten abgeben. So. Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Hiermit kündigen wir das bestehende Arbeitsverhältnis innerhalb der Probezeit zum 15.10.2011. Das war's. Der Betriebsrat hat ihn geschockt. Der Geschäftsführer der Firma, für die ich gefahren bin, reagiert bis heute weder auf meine neuen Recherchen noch beantwortet er Fragen. Die Deutsche Post DHL hatte schnell Verbesserungen für die Paketzusteller versprochen. Jetzt wollten wir von der Post wissen, welche Maßnahmen umgesetzt worden sind. Daraufhin erklärte die Post, sie habe sich davon überzeugen können, dass die angekündigten Arbeitszeitaufzeichnungen durch die Zusteller tatsächlich erfolgen. Unsere aktuellen Recherchen belegen, die einzige Änderung, die Fahrer bemerkt haben, sie sollen keine Arbeitszeiten mehr aufschreiben. Auf den uns vorliegenden Gehaltszetteln ist übrigens keine finanzielle Verbesserung für die Fahrer zu erkennen. Und noch etwas. Neuerdings verweist die Post auf die rechtliche Eigenständigkeit des Subunternehmers.